Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr den neuen Kabelsatz vom Modicap Soundkit installieren könnt. Dazu entfernen wir erstmal den alten Kabelsatz. Wir entfernen den Klinkenstecker. Jetzt halten wir den Kopfhörer hier fest. Ziehen ihn ein wenig herunter, sodass wir mehr Platz haben. Und jetzt halten wir einen roten Stecker fest. Ziehen und bewegen ihn leicht hin und her. Und schon haben wir den Stecker in der Hand. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch. Kopfhörer festhalten. Und am Stecker ziehen. Ganz vorsichtig. Und schon haben wir den alten Kabelsatz entfernt. Bevor wir den neuen Kabelsatz montieren, es ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass diese Schriftzeichen, die wir hier sehen, das L und das R, immer nach außen zeigen und nie nach innen. Ansonsten könnten wir die Kopfhörerbuchse, die ihr hier seht, zerstören. Denn die Pinne sind unterschiedlich dick. Also immer darauf achten, dass das R und das L nach außen zeigt. Und jetzt können wir den neuen Kabelsatz montieren. Dazu nehmen wir uns als erstes den Klinkenstecker, stecken ihn in die Klinkenbuchse ein. Jetzt nehmen wir uns den schwarzen Stecker für die linke Seite, führen das Kabel einmal hier durch. Jetzt achten wir darauf, dass wir hier das L sehen. Ich hoffe, ich kann es euch zeigen. So, das L. Das L muss nach außen zeigen. Jetzt nehmen wir uns wieder den Kopfhörer und stecken den Stecker ein. Ganz vorsichtig, bis es so ein kleines Klick macht. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Wir nehmen uns den roten Stecker, führen das Kabel einmal außen lang, führen es hier hindurch. Achten wieder auf die Beschriftung R. Die muss nach außen zeigen. Und stecken den Stecker in die Kopfhörerbuchse ein. Und schon ist der Kabelsatz ausgetauscht. Viel Spaß noch mit dem Modicap Soundkit.